Dragon Ball Savior of the Galaxy Folge 5 Ramon gegen Bull. Ramon war bereit für die Revanche, dieses Mal wollte er nicht verlieren. Vorher hat er ihn aber noch gefragt, wie er überhaupt heißt. Er stellte sich mit dem Namen Bull vor. Bull sagte, na komm Kleiner, greif mich doch an. Ramon lief auf ihn mit geballter Faust zu, er schlug zu, doch Bull wich einfach aus. Danach ballte er seine Faust und haute in Ramons Magen. Er wurde richtig in die Luft gefeuert und knallte hart auf dem Boden auf. Aber Ramon stand langsam wieder auf. Man merkte ihm an, dass der Schlag ordentlich gesessen hatte. Ramon konnte es nicht glauben, dass ihm sein Training nichts gebracht hatte. Er war genauso unterlegen wie beim ersten Mal. Doch trotzdem, er gab nicht auf. Wieder lief er auf ihn zu und schlug viele Male zu, doch Bull wich wieder alles aus. Ramon kam langsam aus der Puste und merkte einfach, dass er nicht gewinnen konnte. Bull sagte, du langweilst mich und bist kein echter Gegner für mich. Aber wieso solltest du das auch? Du bist nur ein Kind, das als Versager geboren wurde. Ramon sagte mit lauter Stimme, dass er seine Fresse halten soll. Bull sagte, was ist? Kannst du die Wahrheit nicht ertragen, dass du ein Versager bist? Ramon wurde immer wütender und lief wieder auf Bull zu, doch er hat ihn mit einem Tritt weggekickt. Aber er stand gleich wieder auf. Ragnar rief, bitte hör auf, Bruder, er ist so stark für dich. Ramon gab aber nicht auf und lief wieder auf ihn zu. Bull kickte wieder zu, doch dieses Mal hat Ramon es geschafft, auszuweichen. Bull war etwas erstaunt, dass er seinen Kick ausweichen konnte. Ramon schlug wieder viele Male zu, doch Bull wich wieder alles aus. Doch die Schläge von Ramon wurden immer schneller und schneller. Und dann hat er es geschafft, Bull direkt ins Gesicht zu treffen. Aber wird das reichen, um Bull zu besiegen? Das erfahrt ihr erst in der nächsten Folge. Wenn diese Folge euch gefallen hat, würde ich mich natürlich wie immer über ein Däumchen nach oben freuen und ich wünsche euch wie immer noch einen schönen weiteren Tag. Bye!